herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gratwanderung TV. Heute haben wir wieder ein Interview für euch. Und zwar mit der Progressive Death Doom Metal Band Dark Millennium. Wir haben die Band auf dem Taunus Metal getroffen, da haben wir sie gefilmt und später auch noch ein Interview geführt. Und die Band gibt es eigentlich seit 1989. Sie waren dann aktiv bis 1993, haben dann erstmal eine Pause eingelegt und sind seit 2016 wieder voll am Start. Sie haben insgesamt schon 3 Alben veröffentlicht und ja, den Rest werden sie euch dann selbst erzählen. Viel Spaß! Hallo, hier ist Stefan von Gratwanderung und ich bin hier auf dem Taunus Metal Festival mit Dark Millennium sitze ich hier und ja, die hatten eben ihren Auftritt gehabt und ja, so wollte ich erstmal fragen, wie fandet ihr euren Auftritt? Ja, war ganz gut. Wir hatten am Anfang 1-2 technische Probleme, aber die gibt es wahrscheinlich bei jeder Show und naja, wir haben reingefunden und dann war es lustig, hat Spaß gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es ist ein tolles Publikum gewesen, es hat mir sehr gefallen. Ja, auf jeden Fall war sehr cool. Also wir haben uns gefreut, dass wir die Einladung bekommen haben, hier spielen zu dürfen. Und wie gesagt, wir hatten am Anfang durchaus ein paar Probleme, irgendwie in den Set reinzukommen, aber nachher hat es eigentlich besser geklappt und es war ein gutes Feeling auf der Bühne, auf jeden Fall. Ich fand's voll scheiße. Nein. Nein, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte einen guten Sound, ich hatte ein gutes Gefühl, die Leute haben gut mitgemacht. Ich bin sehr zufrieden. Hier kommt man gerne zurück. Wer seid ihr und wie seid ihr hier gelandet? Wir sind Dark Millennium aus Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns 1989 gegründet, haben 2 Demos und 2 CDs veröffentlicht, haben nach dem 2. Album beschlossen, eine Pause einzulegen, die dummerweise 23 Jahre gedauert hat. Nach 23 Jahren haben wir uns, habe ich mich mit Hilton, unserem Gitarristen, in einer alten Kneipe im Sauerland getroffen und wir haben über die Möglichkeit gesprochen, der Band neues Leben einzuhauchen. Und wir haben dann eigentlich festgestellt, dass das alte Feuer irgendwo noch da war und dass wir noch eine Menge Ideen hatten, die wir gerne umsetzen würden. Haben uns auf Anhieb eigentlich so gut verstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen es einfach nochmal. Haben die alten Jungs zusammengetrommelt, fast in der Originalbesetzung und haben dann angefangen, im Studio von Hilton in Soest an neuen Songs zu arbeiten. Wir haben halt von vornherein gesagt, wenn wir das Gefühl haben, wir bauen hier totale Scheiße, dann trinken wir ein Bier drauf und lassen es einfach bleiben. Aber es fühlte sich von Anfang an relativ gut an. Wir hatten das Gefühl, dass wir durchaus noch was zu sagen haben, haben dann weitergearbeitet und haben dann letztendlich unser neues Album Midnight in the Void aufgenommen und haben dann angefangen, vereinzelte Shows wieder zu spielen. Unser neuer Schlagzeuger ist der André Schaltenberg, der hier neben mir sitzt, der unser Gründungsmitglied Christoph Hesse vertritt bzw. ersetzt. Mittlerweile ersetzt eigentlich und wir sind super froh, dass er dabei ist. Das muss ich ja jetzt sagen. Genau, und um die Sache komplett zu machen, Michael Bohmann, unser Gitarrist und mein Freund Hilton Theisen, mit dem wir zusammen das Ganze wieder zum Leben erweckt haben. Ihr habt während dem Auftritt erwähnt, dass ihr euch jetzt verstärkt auf das Unterbewusstsein konzentriert. Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Ja, wir haben halt versucht, als wir das neue Album geschrieben haben, einen etwaigen Rahmen, einen Fokus zu finden, um den sich die Themen irgendwo kreisen und sind halt auf das menschliche Unterbewusstsein und die menschliche Psyche quasi gestoßen, wo halt so viele abgefahrene Dinge passieren, dass wir gesagt haben, daraus könnte man eigentlich ein gesamtes Konzept stricken. Und alle Songs spielen irgendwo in diesem Rahmen und auch das Cover, was unser alter Kumpel Alex gemalt hat,
soll das menschliche Unterbewusstsein grafisch darstellen. Und die Songs auf der Platte spielen quasi in diesem Bild. Du hast auf der Bühne eine ganz krasse Gitarre auf der gehabt mit zwei Hälsen. Wieso spielst du so eine Gitarre? Das Ding ist, dass wir, sag ich mal, so ein bisschen die traditionelle Linie der angestammten Metal-Gitarren verlassen haben. Und wir hatten auch keine Lust, 7- oder 8-Seiter-Gitarren zu benutzen, wie das einige geschätzte Kollegen aus Skandinavien oder mittlerweile ganz Europa, Amerika auch machen. Und wir haben uns dafür entschieden, Bariton-Gitarren zu verwenden. Das ist quasi das Cello der Gitarren, ist aber eine 6-seitige. Und da die manchmal unter den Parts wechseln, das heißt also in der Strophe wird eine normale Gitarre gespielt, in der D-Stimmung, und im Refrain kommt dann beispielsweise eine tiefere Gitarre zum Einsatz, war es notwendig, eine zweihälsige zu kaufen, beziehungsweise halt eine Bariton-normale Gitarre. Und was du gesehen hast, ist halt die neue Gretsch, die auf dem Album zu hören ist. Okay, ja, also macht auf jeden Fall einiges her, so auch optisch. Ja, sieht sehr cool aus. And the return to the simple life that you have is a concern that is painful and exhausted. Ja, habt ihr jetzt demnächst noch ein paar Auftritte? Steht schon irgendwas an? Oder was sind eure neuen Pläne sozusagen? Also die Reise wird auf jeden Fall weitergehen. Es wird keine 23 Jahre mehr dauern, bis wir wieder aktiv werden. Das steht schon mal fest. Wir sind dabei, neue Auftritte zu planen. Wir wollen auf jeden Fall vereinzelte Gigs, Festivals spielen, eventuell auch eine kleine Tour spielen. Und zeitgleich dazu werden wir weiter am Songwriting zur nächsten Platte arbeiten. Wir haben mittlerweile unser eigenes Studio, unseren eigenen Proberaum, einen Komplex, wo wir quasi uns kreativ völlig entfalten können. Und das sind natürlich optimale Arbeitsbedingungen, die uns das Ganze unheimlich erleichtern werden. Also es wird auf jeden Fall weitergehen und das zeitnah. Wir haben einen Neuzugang. Ja, den Basser und Keyboarder. Wie fandst du den Auftritt? Oh, ich war eigentlich ganz zufrieden soweit. Ich denke, hat gut geklappt. Die Leute sind gut mitgegangen. War in Ordnung. Ja, super. Ja, den Eindruck hatte ich auch gehabt. Und ja, generell, wie findet ihr jetzt zum Beispiel solche Vereine? Wir sind ja auf dem Taunus Metal Festival. Und ja, wie findet ihr Vereine, die solche Bands fördern und oder solche Events, die Heavy-Metal-Musik fördern? Findet ihr das interessante Konzepte? Oder? Also es ist heutzutage, glaube ich, relativ wichtig, dass sich Vereine engagieren, sowohl regionale Kunst und Kultur zu fördern, als auch, sage ich mal, eben spezielle Adern der Kunst, ob das jetzt Musik ist oder ob das bildende oder darstellende Kunst ist. Und deswegen ist das ganz geil, dass bei dem ganzen Mainstream-RTL-Schrott, der da so draußen rumkursiert, dass es Leute gibt, die sich für subversive Kunst einsetzen. Und obwohl Metal im Mainstream angekommen ist, ist es immer noch so, dass es relativ viele Bands gibt, die unentdeckt bleiben, die aber furchtbar genial sind. Und von daher ist so ein Kunstförderverein oder wie auch immer, wie es ist, wie es der Taunus-Metal-Verein eben auch vormacht. Das ist extrem wichtig, dass es das auch weiterhin gibt. Wir sind ja auch eine Band, die irgendwo so ein bisschen zwischen den Stühlen steht. Also wir machen ja keine typische Schubladenmusik, und gerade solche Festivals und solche Kulturkreise bieten uns die Möglichkeit, unsere Kunst halt irgendwie vor allem interessierten Publikum zu performen. Und das sind einfach Möglichkeiten, die großartig sind. Möchtet ihr noch ein paar letzte Worte vielleicht an eure Hörerschaft oder zukünftige Hörerschaft widmen?
Es geht, wie der Christian bereits gesagt hat, es geht auf jeden Fall weiter mit uns. Wir werden uns weiterhin bemühen, den Leuten ordentlich was auf die Ohren zu geben. Wir werden uns weiterentwickeln. Es wird für jedermann was dabei sein. Wir werden weiterhin auf die Kacke hauen. Klar wird es zwischendurch mal ein bisschen was zum Umarmen geben, ein bisschen Melancholie und so. Das gehört einfach mit dazu, ja, wir heutzutage. Können ja auch eine Ballade, wir können auch mal eine Ballade schreiben, oder? Das haben wir schon mal gemacht. Ja, okay, na egal. Dann schreiben wir halt noch eine. Und noch eine dritte und noch eine vierte. Wer will, wer dann lieber Bock hat auf den harten Shit, davon gibt es auf jeden Fall mehr. Ihr könnt gespannt sein, es geht weiter. Wir freuen uns drauf, wenn ihr uns weiter verfolgt, wenn ihr weiter Fans bleibt. Bleibt dabei. Stay true und so. Ich sag mal ciao hier an dieser Stelle, ne? Super, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg für die Zukunft und ja, alles weitere, was zukommt. Ne? Wir danken euch. Ja, wir hoffen, euch hat das Interview mit Dark Millennium gefallen. Wenn ihr Lust habt auf noch weitere Interviews, dann könnt ihr einmal hier klicken. Da haben wir ein Interview geführt mit der Death Metal Band Obscure Infinity. Das war 2016 gewesen auf dem Summer Breeze. Oder ihr klickt hier. Da haben wir ein Interview geführt mit der Death Metal Band Eraserhead. Und zwar in ihrem Proberaum. Das ist ein sehr ausführliches Interview. Und generell, wenn euch unsere Videos gefallen, dann gerne ein Like da lassen oder den Kanal abonnieren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder bei einer weiteren Folge Gratwanderung TV. Peace.